Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute einige Überlegungen darlegen, welche strategischen Herausforderungen ich für die politische Arbeit der jungen IG Metall sehe. Und ich möchte mit einem Zitat beginnen. Zitat: Politisch im klassischen Sinn ist die heutige Jugend nicht. Im Gegenteil. Das Interesse für Politik ist auf einem historischen Tiefpunkt. Heute schätzen sich nur noch ein Drittel als politisch ein. In den 70er Jahren waren es noch zwei Drittel. Das sagte Professor Klaus Hürlmann, der Leiter der Shell-Studie, im vergangenen Jahr anlässlich der Vorstellung dieser neuen Studie. Keine Sorge, ich will mich nicht lange mit Untersuchungen beschäftigen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, ob die Jugend politisch ist oder nicht. Ich selbst finde solche Untersuchungen ziemlich langweilig, und zwar langweilig deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil es ja die Jugend gar nicht gibt. Was es gibt, ist eine Vielzahl neuer Lebensentwürfe und eine Jugendphase mit gewachsenen Ansprüchen an selbstbestimmte Lebensgestaltung. Und bei dieser Lebensgestaltung sind die jungen Menschen in ihrem Alltag sehr wohl in einem sehr großen Maße mit politischen Fragen konfrontiert. Und darum steht für mich fest, die jungen Menschen sind sehr wohl für politische Antworten zu interessieren und auch zu begeistern. Ich glaube, es ist vielmehr ein Versäumnis der politischen Organisationen, der Parteien und der Gewerkschaften, nicht Antworten auf die Fragen gegeben zu haben, um sie stärker zum Mitstreiten für eine Sache zu machen. Und dass das gelingen kann, dafür gibt es auch gute Beispiele. Schaut euch die vielfältigen Aktionen und Aktivitäten der letzten Monate und Jahre an, die vor allem durch das Engagement der Jungen in dieser Gesellschaft getragen wurden. Bildungsstreik, neue Anti-AKW-Bewegung, Stuttgart 21, aber auch die Aktionen im Rahmen der Operation Übernahme. Aus diesen Beispielen können wir viel lernen, nämlich Menschen können begeistert werden, können als Mitstreiter gewonnen werden, aber nicht, wenn man sie sozusagen stellvertretend politische Antworten für sie formuliert, sondern wenn man konkrete Handlungs- und Mitarbeitsmöglichkeiten aufzeigt. Und das wollen wir als IG Metall ja auch tun. Und wir wollen natürlich auch gleichzeitig gangbare Alternativen benennen, so wie wir es heute hier in den letzten Tagen in der Konferenz gelebt und beschlossen haben. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese Konferenz ein weiterer Meilenstein sein wird zur Politisierung und zur Begeisterung unserer jungen Leute innerhalb der IG Metall. Ich kann das auch, diesen Zusammenhang und diesen Optimismus, gut belegen aus meiner eigenen Biografie. Als ich noch ehrenamtliche Jugendarbeit machte, ich weiß, das ist lange her, dann haben wir damals Willy Brandt unterstützt. Aber wir haben ihn nicht unterstützt, weil er so gute Papiere geschrieben hat und kluge Reden geschrieben hat. Wir haben damals zu ihm gehalten, weil wir sahen und damit das Vertrauen hatten, dass Willy Brandt nicht nur von Reformen redet, sondern sie auch mit uns, damals mit der Jugend, gemeinsam realisieren wollte. Und daraus folgt für mich, Kolleginnen und Kollegen, es liegt ganz allein an uns, wie politisch engagiert die junge Generation in unserer Gesellschaft ist, und zwar an der IG Metall als Gesamtorganisation. Die Probleme der Jugend, die gemeinsam angegangen werden müssen, liegen auf dem Tisch. Und jetzt liegt es an uns zu zeigen, packen wir das als Gesamtorganisation an. Und ich denke, wir müssen in der Organisation auch deutlich machen, Probleme der jungen Generation liegen nicht nur in der Verantwortung der Jugend. Die Probleme der jungen Generation ist eine Aufgabe aller Generationen innerhalb der IG Metall. Und dafür müssen wir streiten. Sicherlich, wir haben auch Grund zur Selbstkritik. Auch unsere IG Metall ist über Jahre manchmal weit genug hinter dem zurückgeblieben, was vielleicht junge Menschen von ihr erhofft haben. Sicher, die Papierlage war immer gut. Aber ich sage auch, um es einmal freundlich zu formulieren, unser praktisches Handeln in der Betriebs- und Tarifpolitik ist unseren Konzepten nur manchmal langsam im Gange gefolgt. Wir müssen das Vertrauen der jungen Generation stärken.
dass wir, wo wir was tun können, es auch tatsächlich anpacken wollen. Natürlich hat die IG Metall Jugend immer dafür gekämpft, Themen der Jugend auch in unsere Tarif- und Betriebspolitik einzubeziehen. Und wir selbst mal mit Erfolg und mal mit weniger Erfolg. Aber eins ist auch ganz klar, und das müssen wir in der Organisation intensiv diskutieren. Der Jugend- und Ausbildungsvertreter kann doch noch so engagiert sein. Wenn der Betriebsrat die Themen der Jugend unter Tagesordnungspunkt Verschiedenes behandelt, stellen sich große Erfolge nur außerordentlich schwer ein. Das Gleiche gilt natürlich für den Jugendsekretär in der Verwaltungsstelle, den Bezirksjugendsekretär oder für das Jugendteam in der Vorstandsverwaltung in Frankfurt. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, Themen zu setzen und zu bearbeiten, ist eine Führungsaufgabe ersten Ranges. Und wenn nicht die jeweiligen Spitzen der Organisationseinheiten die Themen der jungen Generation auch zu ihren Themen machen, ist es für euch ein mühsames Geschäft und die Erfolge stellen sich nur sehr schwierig ein. Es kann nicht funktionieren innerhalb der IG Metall. Das will ich das nur mal in dem Bild sagen. Der Vorstand beschließt was und sagt es den Bezirksleitern. Der Bezirksleiter sagt es den Verwaltungsstellen. Der sagt es den Verwaltungsstellensekretären. Der sagt es dann dem Betriebsrat, der sagt es dem Vertrauensmann, der sagt es dann dem Jugend- und Ausbildungsvertreter und wenn es dann nicht klappt, ist der es gewesen. Kolleginnen und Kollegen, alle diese Themen sind eine Gesamtaufgabe der Gesamtorganisation und jeder ist für Erfolg und auch für Misserfolg verantwortlich. Ich bin sehr davon überzeugt, dass die IG Metall jünger werden muss. Das heißt, sie muss jünger werden an Mitgliedern, sie muss jünger werden an Funktionären, aber sie muss auch jünger werden an Themen, mit denen wir intern und extern als IG Metall wahrgenommen werden. Und deswegen hat der Vorstand der IG Metall zwei, wie ich meine, für die IG Metall Jugend wichtige Entscheidungen getroffen. Erstens, wir haben im Jahr 2008 die Kampagne »Gemeinsam für ein gutes Leben« und die Finanzierung der Operation Übernahme beschlossen und die Kampagne Leiharbeit ins Leben gerufen. Und gerade im Zusammenhang mit der Operation Übernahme und im Auftakt junge Generation im Rahmen unserer Kampagne Gemeinsam für ein gutes Leben ist es uns ja gelungen, das Thema junge Generation erstmalig in dieser Gesellschaft prominent zu platzieren. Wir haben gemeinsam vor 2 Jahren eine erfolgreiche Auftaktveranstaltung zum Thema junge Generation in Berlin gemacht. Ihr wart es, die vor der Bundestagswahl in Frankfurt auf dem Oberplatz eine großartige Kundgebung organisiert habt. Und sehr erfolgreich, das muss ich hier nicht betonen, ist die Kampagne Operation Übernahme letztendlich gelaufen. Aber Kolleginnen und Kollegen, was haben wir erreicht in dieser Zeit? Als wir gestartet sind mit dem Thema Leiharbeit vor vier Jahren, dann hat in dieser Gesellschaft dieses Thema Leiharbeit keine Rolle gespielt. Und durch unsere Aktivitäten ist es gelungen, dass heute 90% der Bevölkerung sagen, Leiharbeit ist eine moderne Form der Ausbeutung und sie fordern von der Bundesregierung, dass der Missbrauch der Leiharbeit abgeschafft wird. Und das, Kolleginnen und Kollegen, ist ein großer Erfolg von einer Gesellschaft, die nichts über ein Thema weiß, hin zu einer Gesellschaft, die durch unsere Aktivitäten es geschafft hat und wahrgenommen hat, dass das Thema Leiharbeit ein Missbrauchsthema ersten Ranges ist und das ist unser gemeinsamer Erfolg in unserer gesellschaftlichen Arbeit gewesen. Und auch das Thema Übernahme. Erstmal unter uns, vor 2, 3 Jahren war das Thema Übernahme doch nur ein Thema für Jugend- und Ausbildungsvertreter, weil sie sich mit beschäftigen mussten, und für Betroffene, wenn sie nicht übernommen wurden. Mittlerweile ist dieses Thema Übernahme ein Thema, wo du auf jeden Marktplatz gehen kannst und wenn du über Nichtübernahme von Auszubildenden sprichst, weiß jeder, wovon gemeint ist. Und das ist ebenfalls ein großer Erfolg, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir es schaffen, dass unsere Themen, die uns wichtig sind, wir durch unsere Aktivitäten es schaffen, sie in den Betrieben und in der Gesellschaft zu einem Thema zu machen, wo wir die gesellschaftliche Unterstützung haben. Und das hat bei dem Thema Übernahme auch ganz hervorragend geklappt. Und wir sind ja sogar so weit, dass wir hier auf dieser Jugendkonferenz diskutieren, ob dieses Thema unbefristete Übernahme nicht in der Tarifrunde des nächsten Jahres zu einem Top-Thema der IG Metall wird. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenerfolg, den wir gemeinsam geschafft haben. Und damit haben wir gute Grundlagen geschaffen. Und deswegen finde ich es toll, dass ihr gestern auf der Konferenz beschlossen habt, die Fortsetzung der Kampagne
Operation Übernahme. Ich sage recht so, anders wäre das schlecht. Wir müssen gemeinsam am Ball bleiben, Kolleginnen und Kollegen, bis die Übernahme aller Auszubildenden gesichert ist. Davon lassen wir uns insgesamt als IG Metall nicht mehr abbringen. Aber warum ist das so elementar wichtig? Die junge Generation, liebe Kolleginnen und Kollegen, braucht einen sicheren Einstieg ins Berufsleben. Nur darauf lässt sich eine gute berufliche und persönliche Zukunft aufbauen. Und die Übernahme ist deswegen ein zentrales Thema. Um es ganz unbescheiden zu sagen, wir brauchen die Übernahme unbefristet. Mit ein, zwei Jahren geben wir uns nicht mehr zufrieden. Es gibt aber noch viele weitere Themen, die wir anpacken müssen. Ich weiß gar nicht, ob manche, die man so reden hört, sich vorstellen können, was es heißt, wenn jemand nach der Schule 40, 60, 80, 100 Bewerbungen schreibt und dann 40, 60, 80, 100 Absagen bekommt. Ich weiß nicht, ob manche wissen, was es heißt, sich von einer Befristung zur nächsten durchschlagen zu müssen, ohne Perspektive auf eine sichere Zukunft. Ich weiß auch nicht, ob manchen dieser Leute bewusst ist, was es heißt, von einem Praktikum ins nächste geschickt zu werden oder in schlecht bezahlter Leiharbeit zu landen. Ich glaube, damit wird den jungen Menschen von dieser Gesellschaft gesagt, du wirst nicht wirklich gebraucht, du bist eigentlich überflüssig, was willst du eigentlich hier? Was das emotional in dem Lebensgefühl der jungen Menschen anrichtet, das sollten sich diejenigen mal überlegen, die glauben, Menschen seien lediglich Kostenfaktoren mit zwei Ohren. Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht das Bild von Gerechtigkeit, was wir in dieser Gesellschaft haben. Politik und Wirtschaft haben in den letzten Jahren nahezu alles dafür getan, die Zukunftsaussichten der jungen Generation weiter zu verschlechtern. Bildung, Ausbildung, ein sicherer Job, ein gutes Leben. Seit Jahren stehen die Hoffnungen einer ganzen Generation auf der Streichliste neoliberaler Politik und Wirtschaft. Wir wollen das ändern. Und wer, wenn nicht die IG Metall, ist hier Motor gegen diese Entwicklung? Und ich sage es auch ganz deutlich, wenn wir uns auf die Politik verlassen, ja, dann werden wir uns verlassen. Ich glaube, wir müssen alles dazu tun, dass wir die Top-Interessensvertreterorganisation der jungen Generation in dieser Gesellschaft wahrgenommen werden. Und in diesem Sinne haben wir uns ja in diesem oder für dieses Jahr und nächstes Jahr einiges vorgenommen. Auf gesellschaftspolitischer Ebene wollen wir die Themen der jungen Generation besetzen und öffentlich Druck machen. Wir arbeiten ja an einer Charta, die die elementaren Ansprüche zu den Themen Arbeit und Ausbildung, Vereinbarkeit, Gerechtigkeit und soziale Sicherheit formuliert. Und Grundlage dieser Charta war ja die Befragung, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, vor 2 Jahren, wo wir 450.000 Menschen gefragt haben, was ist für dich ein gutes Leben? Und wir haben das mit der Situation abgeglichen und haben folgende Positionsbestimmung vorgenommen, Kolleginnen und Kollegen. Erstens. Nach Ausbildung und Studium, das müssen wir feststellen, finden immer weniger Berufseinsteiger eine feste Stelle. Leiharbeit, Befristung, Werkvertrag, Dauerpraktikum, das ist für fast jeden zweiten jungen Menschen beruflicher Alltag. Zukunftsplanung ist damit kaum machbar. Das ist ein Skandal und deswegen fordern wir, jeder junge Mensch hat das Recht auf eine sichere und faire Beschäftigung und dafür treten wir ein als IG Metall. Zweitens, von jungen Menschen wird höchster Einsatz und Leistungsbereitschaft in den Betrieben und von der Gesellschaft erwartet. Arbeitszeiten werden grenzenlos und nicht mehr kalkulierbar. Eine gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen ist aber Voraussetzung, um langfristig in seinem Beruf arbeiten zu können und erfolgreich zu sein. Und deswegen fordern wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder junge Mensch hat das Recht auf gute Arbeit und auf gute Arbeitsbedingungen. Und auch davon lassen wir uns nicht abbringen. Drittens.
Es muss möglich sein, Familie, Privatleben und gesellschaftspolitisches Engagement besser mit der Arbeit vereinbaren zu können. Arbeitszeitflexibilität ist heutzutage eine Einbahnstraße. Und daran fordern wir, jeder junge Mensch hat Anspruch darauf, über seine Zeit mitbestimmen zu können, um Arbeit und Leben besser miteinander vereinbaren zu können. Dafür steht auch die IG Metall. Viertens, Bildung ist in unserer Gesellschaft das Wichtigste für die Zukunft einer jungen Generation. Aber es gibt natürlich, und das wisst ihr, kaum ein Land, in dem der Geldbeutel so sehr über die Bildungschancen entscheidet wie in Deutschland. 17 Länder haben weltweit noch ein dreigliedriges Schulsystem. 17 Länder weltweit. Und wisst ihr, wer das ist? Das ist die Republik Österreich und die 16 Bundesländer in Deutschland. Und deswegen fordern wir, jeder junge Mensch hat das gleiche Recht auf gute Bildungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungschancen. Und das ist auch eine ganz starke Aufgabenstellung, die wir als IG Metall haben. Fünftens. Die sozialen Sicherungssysteme werden immer weiter ausgeschlachtet. Die Finanzierungslasten werden zum Nachteil aller Beschäftigten verschoben. Und für viele Berufsanfänger, gerade in unsicheren Arbeitsverhältnissen, bedeutet das immer weniger Schutz. Und deswegen fordern wir natürlich, die junge Generation hat ein Recht auf fair finanzierte soziale Sicherheit, die ihre Lebensrisiken tatsächlich anständig berücksichtigt. Und das ist auch Programmatik der IG Metall. Und Kolleginnen und Kollegen, mit diesen zentralen Themen, die ich jetzt noch mal ganz, ganz kurz gestreift habe, die wollen wir öffentlich besetzen und mit der Charta wollen wir Unterstützung in dieser Gesellschaft organisieren für unsere Sache. Und Anfang Mai wird diese Kampagne starten mit einer Roadshow in der Öffentlichkeit. Wir wollen mit dieser Roadshow, genau wie mit der Leiharbeits-Roadshow, unsere Forderungen auf die Straße bringen. Die Bezirke und Verwaltungsstellen können sie für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen, Unterstützer können geworben werden und gemeinsame überbetriebliche Aktionen können starten. Wenn die gesamte Organisation, und da bin ich ganz fest von überzeugt, dieses Thema junge Generation genauso anpackt wie viele andere wichtige Themen, dann werden wir es auch hier schaffen, die Öffentlichkeit bei diesem Themenkomplex auf unsere Seite zu ziehen und Handlungsdruck im Betrieb und in der Politik entsprechend aufzubauen. Und der Höhepunkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser öffentlichen Aktivitäten in diesem Jahr, das soll, und meine ich es richtig, der Aktionstag am 1. Oktober in Köln sein. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass dieser Aktionstag ein großer Erfolg wird, wie Veranstaltungen vor 2 Jahren auf dem Opernplatz in Frankfurt. Meine Unterstützung habt ihr, und ich bin auch ganz sicher, dass wir dadurch es schaffen werden und einen guten Beitrag dazu leisten können, dass die Themen der jungen Generation auf die politische Tagesordnung in Deutschland kommen. Ich sage, die ganze Organisation steht hinter euch. Und wenn das nicht überall der Fall ist, dann werden wir gemeinsam daran arbeiten. Der 1. Oktober muss ein großer Erfolg für die IG Metall Jugend werden. Ich habe es zu Beginn gesagt, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir durch konkretes Handeln zeigen, dass wir es tatsächlich ernst meinen. Und darum müssen wir auch die Probleme der jungen Generation betriebspolitisch anpacken. Denn im Betrieb, das wissen wir alle, liegen die Anknüpfungspunkte, die persönlich erfahrbar und auch erlebbar sind. Dort befindet sich der Ausgangspunkt für die Wahrnehmung und auch für die Beurteilung der Arbeit von IG Metall, Betriebsräten und Jugend- und Ausbildungsvertretern. Und dort müssen wir ja täglich beweisen, dass wir kompetent, leistungsstark und auch durchsetzungsfähig sind. Und dabei geht es, wenn wir diese Themen in den Betrieben diskutieren, natürlich nicht darum, einfach Themen vorzugeben, die bearbeitet werden sollen. Nein, wir müssen die Betroffenen in den Betrieben daran beteiligen und ihnen zuhören und sie natürlich fragen, was ist euch wichtig, wo drückt der Schuh, und dann Lösungen für Probleme gemeinsam zu erarbeiten und dann in den Betrieben durchzusetzen.
Und dieser Betriebscheck, von dem ich spreche, der beinhaltet nämlich die Fragen, was bewegt die jungen Beschäftigten? Gibt es genügend Ausbildungsplätze? Stimmt die Qualität der Ausbildung? Sind die Arbeitszeiten so geregelt, dass Platz bleibt für Familie und Freunde und so weiter und viele Themen mehr? Aber es wird auch gefragt, wo haben wir gute Regelungen? Schon abgeschlossen. Aber auch, wo besteht Handlungsbedarf, weil noch keine Regelungen existieren? Und der Betriebscheck, der soll helfen, Antworten zu finden und diesen Prozess in Gang zu setzen, diesen Diskussionsprozess in den Betrieben, wo Anregungen und Impulse geschaffen werden sollen für betriebliche Aktivitäten mit Themen, die insbesondere Themen der jungen Generation sind. Deswegen bitte ich euch, nutzt ihn und fragt in euren Verwaltungsstellen nach, was damit geplant ist. Ich komme zu einem weiteren Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist. Bei der Umsetzung unserer Lösungen müssen wir als IG Metall insgesamt, da bin ich ganz fest von überzeugt, stärker, beteiligungsorientierter und konfliktorientierter unsere Arbeit organisieren. Wir müssen noch stärker die Themen aufgreifen, die in diesem Falle den jungen Beschäftigten auf den Nägeln brennen. Wir müssen aber auch unsere gewerkschaftliche Arbeit daraus ausrichten, ihre Konfliktbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit zu stärken und zu unterstützen. Denn es gilt, und das ist die Arbeit von uns Gewerkschaftern immer, Ärger und Frust umzusetzen in Hoffnung auf Veränderung und in kollektive Aktionen. Und ich habe ja einfach eingangs einige Beispiele genannt, wo konkret zu beobachten war, wie es uns und in der Gesellschaft gelingen kann. Und meine persönliche Erfahrung ist auch, was bewegt uns denn? Uns bewegt der Konflikt. Er bewegt die Dinge und er bewegt die Menschen ganz persönlich. Und das gilt natürlich auch für die Gewerkschaftsarbeit. Und ich brauche euch wahrscheinlich nicht zu sagen, wenn ihr selbst überlegt, was hat euch bewegt. Bei mir waren es zumindest nicht die vielen Sitzungen, sondern es waren die Aktionen, wenn es darum ging, ganz konkret etwas zu tun und auch etwas in dieser Gesellschaft durchzusetzen. Und darum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaften leben nicht von ihren Taten, nicht von ihren Worten, sondern sie leben von ihren Taten. Ich habe gesagt, wenn wir bei den jungen Menschen erfolgreich sein wollen, dann müssen wir ihre Themen in die Mitte der Organisation rücken. Und dabei bin ich beim zweiten Punkt. Im Rahmen unseres Reorganisationsprozesses haben wir die Personengruppen- und Zielgruppenarbeit ins Zentrum unserer Arbeit in der Vorstandsverwaltung gerückt. Die gemeinsame Arbeit mit Frauenangestellten und Migranten im Funktionsbereich ermöglicht einerseits eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Personengruppen. Wir hoffen, dass Ansprachekonzepte noch besser aufeinander abgestimmt und mit höherer Verbindlichkeit umgesetzt werden können. Andererseits wird die Personen- und Zielgruppenarbeit von Anfang an in die gemeinsame Arbeit und Planungen unserer zentralen Kampagnen einbezogen werden können. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir die Jugendarbeit durch die enge Verzahnung mit unseren Kampagnen und den anderen Personengruppen noch ein kleines Stück weiter nach vorne bringen können. Wenn ich sage, wir müssen das Themen der jungen Generation in die Mitte der Organisation rücken oder noch stärker in die Mitte der Organisation rücken, dann weiß ich, dass die Erwartungen bei euch sehr hoch sind und ich finde auch zu Recht. Und nach den Beschlüssen des Vorstandes zur Kampagne Junge Generation im Rahmen des Projektes 2009 müssen wir weitere glaubwürdige Schritte unternehmen, die ganz glasklar zeigen, dass die jungen Menschen im Mittelpunkt des Handelns der IG Metall stehen. Und da geht es auch um das Thema Ressourcen, und da geht es auch um das Thema Jugendsekretäre. Durch die beiden Säulen in unserem Investitionsfonds, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es sehr wahrscheinlich und möglich geworden, insbesondere über die Säule, wo die Verwaltungsstellen über zusätzliche Mittel direkt verfügen können, dass wir, wenn sich zwei Verwaltungsstellen zusammentun, die Anzahl der Jugendsekretäre deutlich innerhalb der IG Metall erhöhen. Ich möchte euch ausdrücklich ermuntern, diese Diskussion in euren Verwaltungsstellen zu führen, ob nicht durch diesen Geschäftsplan-Investitionsfonds die Zahl der Jugendsekretäre in der Organisation deutlich erhöht werden können. Nötig wäre es auf alle Fälle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. Ich glaube,
wenn wir es ernst meinen, dass die Themen der jungen Generation in der Mitte der IG Metall platziert sein müssen, dann muss das natürlich auch Konsequenzen haben. Das muss nun in jedem Betriebsrat, in jeder Verwaltungsstelle, Bezirksleitung und Vorstandsverwaltung Konsequenzen in der praktischen Arbeit haben. Die IG Metall will ja die politische Stimme für die junge Generation sein, und dafür brauchen wir auch viele junge Menschen, die bereit und in der Lage sind, Aufgaben zu übernehmen. Und deswegen muss auch klar sein, bei der IG Metall muss man mitreden können, mitentscheiden können, mitmachen können und auch politischen Einfluss gewinnen. Und wir laden die junge Generation ein, in unserer Organisation mitzuwirken für die richtigen Antworten, die für die Zukunft notwendig sind. Meine Unterstützung in dieser Frage habt ihr. Natürlich müssen wir in der IG Metall auch mehr tun oder noch erfolgreicher sein, um Jugendlichen Funktionen und Mandate anzubieten. Ich weiß, da gibt es Defizite, und die abgelaufene Betriebsratswahl war auch nicht angetan, den Anteil der Jugendlichen in den Betriebsratsgremien zu erhöhen. Kolleginnen und Kollegen, ich weiß hier auch kein Patentrezept. Ich weiß nur, in dem Maße, wie wir das Thema junge Generation zu einer zentralen Frage innerhalb der IG Metall machen und wir es auf allen Ebenen mit hoher Glaubwürdigkeit vertreten von allen, die politische Verantwortung haben, dann glaube ich, haben wir überhaupt eine Möglichkeit, diesen Schritt überhaupt erfolgreicher zu gehen. Und den Weg müssen wir in den nächsten Jahren mit aller Entschiedenheit beschreiten. Das ist unsere Aufgabe als IG Metall. Ich finde aber, wir sind ein gutes Stück weitergekommen. Wir bauen ja auf die Aktivitäten von U35, und wir wissen ja, wie schwierig dieses Konzept vor einigen Jahren hatte, in der IG Metall Wirklichkeit zu werden. Und dass wir jetzt beschlossen haben, eine Kampagne zum Thema junge Generation, das Thema Operation Übernahme, dass wir uns Gedanken machen, wie die IG Metall jünger werden kann, das ist, glaube ich, eine Form, wie sich die IG Metall schon lange nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und dabei, liebe Kolleginnen und Kollegen, tun wir doch das Selbstverständlichste von der Welt. Und das sage ich mit allem Ernst. Wer glaubt, dass wir ohne Jugend eine Zukunft haben als IG Metall, der ist völlig schief gewickelt. Man muss sich nur anschauen, wie der demografische Aufbau unserer Mitgliederstruktur ist. Ich sage es nochmal, eine Gewerkschaft, eine IG Metall ohne Jugend hat keine Zukunft, und deswegen muss die Jugend in die Mitte der Organisation. Eine fortschrittliche Organisation wie die IG Metall braucht jugendliche Kreativität und Kraft. Und Modernisierung von Gesellschaft geht nur mit Jugend, Kolleginnen und Kollegen, nie gegen sie. Wir brauchen eine Politik mit klarer Reformperspektive und konkreten Modernisierungsprojekten in ökonomischer, ökologischer und sozialer Hinsicht. Und ich bin mir ganz sicher, die Kraft für eine andere Politik in Deutschland können wir nur mobilisieren, wenn wir Jugend auf der Seite haben. Die Jugend muss der Motor sein für gesellschaftliche Entwicklung. Und wenn ich das so sage, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann weiß ich auch, dass das alles nicht über Nacht daherkommt, sondern davon abhängig ist, dass Tausende von Kolleginnen und Kollegen im ehrenamtlichen, hauptamtlichen Bereich jeden Tag ihre schwere Arbeit machen müssen. Aber ich bin völlig überzeugt und bin ganz sicher und möchte auch diesen Appell an euch geben: Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass wir noch mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter für unsere Sache gewinnen. Es ist eine Binsenweisheit der Gewerkschaftsbewegung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele können einfach viel erreichen, und je mehr wir sind, umso mehr erreichen wir auch dieser Gesellschaft. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und freue mich gleich auf die Diskussion. Applaus